Krustentiere, die Delikatessen der Meere, ein Highlight in den Kochateliers, ein Klassiker, ein Kochkurs, den wir seit 2008 bei uns anbieten. Und der Name ist hier wirklich Programm. Wir haben also Garnelen, Flusskrebse, Hummer, die in diesem Kurs verarbeitet werden möchten. Als Vorspeise gibt es Garnelen, die wir aus der Schale pulen müssen. Diese Garnelen werden dann gebraten und zu einer leckeren Vorspeise serviert. Weiter geht es dann natürlich, wir müssen die Flusskrebse und die Hummer ausbrechen, aus dieser Schale befreien. Diese Schalen werden uns im Ofen rösten und aus diesen Schalen wird eine ganz, ganz tolle Krustentiersuppe hergestellt. Im Hauptgang natürlich als Highlight gibt es den leckeren Hummer zum Genießen und dann haben wir natürlich sehr, sehr schöne vier leckere Gänge zum Verspeisen. Im Nachtisch gibt es natürlich etwas Süßes. Also ich darf auch Sie, euch alle herzlich begrüßen, wir haben das Generalanzeiger.
Also Krustentiere ist ein Thema, was viele abschreckt, weil viele sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben. Deswegen ist es auf jeden Fall ein Punkt, wo man so ein bisschen Scheu vor hat. Deswegen haben wir heute auch gesagt, wir wollen das den Leuten einfach mal näher bringen und zeigen, dass das auch alles kein Hexenwerk ist und dass man sich einfach rantrauen muss, wie bei allen neuen Dingen und wie einfach es doch dann sein kann. Also ich bin total zufrieden. Wir haben richtig viele Hummer heute ausgebrochen. Wir haben viele Krustentiere verarbeitet, eine große Menge Suppe hergestellt. Und das kann sich richtig sehen lassen. Also wir arbeiten ja immer mit Nicht-Profis, mit Laien, wenn man so will. Und da ist immer jemand dabei, der vielleicht schon ein bisschen mehr Küchenerfahrung hat. Aber auch viele, viele Leute, die einfach sagen, ich habe das noch nie gemacht. Aber das sind eigentlich unsere liebsten Gäste, weil denen können wir natürlich komplett neu zeigen, wie geht man daran, wie verarbeitet man es, was gibt es für Tipps und Tricks vielleicht. Und am Ende funktioniert es tatsächlich immer viel, viel besser, als man am Anfang denkt.